Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part waren wir dabei, das Ranelle Steinwerk ein bisschen mehr zu erkunden, also den Tempel, und wir haben den magischen Krug erhalten, beziehungsweise den Staubsauger. Ja, so ich. Und wir sind ausgerüstet mit Bärenmarkmilch und freuen uns alle, dass es weitergeht. Und ich liebe diesen Soundtrack immer. Und es wird sich auch nicht ändern. Ich bin verkabelt. Also, wartet, ich muss Kabelsalat in Ordnung kriegen. Interessant. Ah, nicht interessant. Obwohl. Ah, es ist interessant. Du bist uninteressant. Weg. So, wir haben den Boss-Schlüssel. Was wir tun müssen ist, ganz einfach, uns hier dranhängen. Ja. Diesen Schalter hatte ich übrigens im letzten Part total übersehen und habe dann irgendwelche Dinge angestellt, weil ich zu langsam war und so. Ja. Egal. So, jetzt müssen wir das hier wieder tun. Mimi. Ja, wir müssen uns verrenken. Das muss man hier wirklich sehr. Ich bin der Meinung, das passt. So. Nee. Das kann dauern. Ich verrenke mich gerade hier wortwörtlich. Ich glaube so rum, oder? Nee. Wie rum denn nur? Ich hab's. Was ist das? War ein Geräusch. Ich hab's geschafft! Darauf eine Bärenmarke. Wo bin ich? Oh. Die Tür. Hallo? Ist hier jemand? Oh nein, der Sandmann! Der Sandmann hat sich aber verändert. Dunkler Ionenskorpion Moldogard. Ach, der. Den kenne ich. Den kenne ich gut. Immer wenn er seine Klauen aufmacht, dann können wir ihm sein Auge schlagen. Warum er auch immer da ein Auge hat. Ich habe meine Augen auch in den Klauen. Wow. So. Ja,
eine Klaue ist größer gewesen als die andere. Was weiß ich warum. So. Und wenn es halt rot ist, das Auge, dann greift er an. Oder drängt mich in die Ecke. Hilfe! Ja, erstmal Herzen holen. Ist wichtiger. Ja. Wo ist der? War eben gerade noch da, ich schwöre. Komm raus. Ich grabe ein Fossil aus. Oh, es lebt ja noch. So, jetzt müssen wir stechen. Aber aua. Da haben wir ihn! Kaboom! Wir haben's geschafft! Link, du kannst hier auch ruhig mal rumspringen und dich freuen, so wie ein Wind Waker es immer gemacht hast. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hört die Vibration! Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Gib her! Du hast einen Herzcontainer erhalten! Er sieht wunderschön aus! Yay! Sieht interessant aus. Was befindet sich hier hinter dieser unglaublichen Tür? Finden wir es raus. Wir wissen zwar, aber finden wir es raus. Nein, wir wissen es nicht. Was ist das? Wir müssten mal so einen Stein der Zeit zum Mitnehmen haben. Das wäre vielleicht ganz ideal. Nein, dort oben ist schon einer. Das. Aber so ein Stein der Zeit zum Mitnehmen als Item? Wäre auch eine Idee. Das sieht wundervoll aus jetzt. Wunderbar. Das sieht schon besser aus. Aber wirklich. Diese Lichteffekte sind wahrlich schön. Wundervoll, nicht wahr?
Hätte man einbauen können. Aber egal. Oder so ein Herzschlag. Zelda! Zelda! Lauf! 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 Was will Giri denn? Zelda, schnell ins Portal! Mario! Nimm dies, du wirst es benötigen! Oh, ich brauch das! Du hast die Lyra der Göttin erhalten! Beeilt euch! Genau! Marvin! Zelda? Beeil dich! Alles in Ordnung! Zelda! Ich werde sie beschützen! Danke für deine Hilfe! Du musst die Hüterin des Siegerhelms besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Jetzt komm mit. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merk dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Okay, wir wollen speichern. Prost! Nein. Was willst du? Fall! Nein. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten! Ich spüre Selgas Aura nicht mehr! Oh nein! Und das wohl liegt? Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du sollst die Hüterin des Siegerhelms treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegens begibst. Danke. Was ist mit dem Tempel der Zeit? Gib mein Tempel der Zeit. Atena! Na Typ, das war ganz schön beeindruckend, hä? Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Und danach will ich zum Siegerhelm. Ich habe zu tun. Also treffen wir ihn wieder. Mich wundert es, dass er nichts mitbekommen hat. Er ist blind.
Wir wollen ins Wolkenmeer reisen. Reisen. Yep, das wollen wir. Hurra! Ich glaube, ich bin süchtig nach Bärenmarke. Ja. Link hat's bestätigt! Justin, wir haben ein Problem. Das Video Gamepad zeigt rot. Es bedeutet nur noch ein Strich. Es muss dringend ans Ladekabel. Ich wiederhole, bitte alle gut festhalten. Wir klatschen gegen einen Felsen. Aber dafür haben wir epische Musik. Auf zum Siegelhelm! Der ist da, oder? Ja, bei dem Grün war es. Ich möchte gern auch ein Vogel haben. Hast du das schon im Kopf? Nein. Tötet! Sturzflug! Und... perfekt. Aha! Was machst du denn hier? Hey, hey! Oh, oh, oh. Aua, aua, aua. Mir tut alles weh. Was ist denn hier da bestimmt zu landen, Marvin? Was waren denn das für winzige Vögel? Und was ist das da? Aber wie fair, wieso? Was ist denn da eingelaufen? Nachdem Zeiger verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich hab mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Oh, was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nichts sein. Oder wie war das? So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit? Oder was? Gut. Sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Clip. So, Marvin. Hier ist es eigentlich ja ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich diesen Land Badonien. Ja, gut. Was sagst du da, Elfimarin? Du meinst also, dass die alte Frau in den Tempel dort weiß, wo sie sich aufhält? Alles klar, Marvin. Du hast einen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran! Von jetzt an werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern.
Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenrott zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird ja sein. Und wir werden immer glücklich sein. Du musst dir also keine Hoffnungen mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben. Das ist ein Typ, oder? So einen crazy Typen habt ihr noch niemals gesehen, ha? Look, okay. So, das ist jetzt nachkommentiert hier, weil meine Eltern kamen halt rein und da konnte ich nicht mehr aufnehmen. Das ist dann ein bisschen, ja, also halt meine Sprache nicht mehr aufnehmen. Was soll das denn heißen? Ich werde euch jetzt hier alles halt folgen. Also, yeah. Oh, wir sind hier. Was ist denn? Bardo? Na los, sag das nochmal! Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können! Beruhig dich halt. Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Tja, das hätte ich mir ja denken können. Du wieder! Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja, klar. Mann, ja. Lächerlich! Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeif drauf! Oh, ganz schlecht. Ich glaub kein Wort von diesem Unsinn! Marvin, hast du Zelda gefunden? Ja, hab. Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst dir ihre Kraft zunutze machen. Also Marvin, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Drücke zuerst oben, um die Lyra in die Hand zu nehmen, und dann A, um die richtige Haltung einzunehmen. Drücke, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Tun wir das mal. Und jetzt spielen wir mal was Schönes. Selbst komponiert. Seid bereit? Dann let's go. Es ist wunderschön.
muss halt so spielen, wie dieser Zopf da wedelt. So in der Geschwindigkeit. Genau so die Wii-Fernbedienung bewegen halt. Ich glaube, ich werde damit auch eigene Musik erstellen, richtig. Und die dann im Part benutzen. Ja. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu sein. Ich singe dazu. Oh, das tue ich natürlich gerne. Seid ihr bereit? Bereit. Ein Held von langer, langer Zeit. Ein Link auf seiner Reise ins Ungewisse, in das Ungewisse, in die Ungewissenheit. Er sucht nach seiner Freundin, die Zuschauer gucken ihm zu. Er gibt die Hoffnung nicht auf und sucht immer weiter. Er sucht nach ihr und liebt sie. Ohne sie kann er nicht sein. Zelda, Skyward Sword, oh ja, na 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 na, Zelda, Zelda, The Legend of Zelda, Skyward Sword. Was die Hymne der Göttin erhalten, erlernt. Wundervoll, hä? Ach, was ist denn das? Schriftzeichen! Sieht schön aus. Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Die gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Was? Diese Lyra? Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, dies ist das Zeitportal. Mit Schriftzeichen. Dürften sogar japanisch sein, oder? Ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Zelda! Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Marvin, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Tu es für Zelda. What? Gott! Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Wer ist er? Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Oh nein! Wer ist denn da? Eine Sinuskurve? Wir reden später, Marvin, um schnell nach draußen auf den Grund des Siegelhängens. Oh nein, nicht er. Yep. Aber das sehen wir im nächsten Part, Leute. Also auf keinen Fall verpassen. Da machen wir das. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mit ohne Nachkommentieren. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.